Seit über 30 Jahren arbeitet der Künstler Carsten Bott an seinem Archiv für Gegenwartsgeschichte. Hier sammelt er Dinge aus unserem täglichen Leben, das meiste aus den 50er bis 70er Jahren. Das Archiv umfasst heute ca. 500.000 Gegenstände. Im Zeitraffer sieht man, wie in 9 Tagen etwa 20.000 Dinge ausgepackt, zu Gruppen sortiert und nebeneinander auf den Boden ausgelegt wurden. Bei den Gegenständen handelt es sich um alles Erdenkliche, was Menschen kaufen, in Gebrauch haben oder hatten. Aus allen Bereichen und in jeder Größe. Carsten Bott setzt hier keinerlei Hierarchie an. Jedes Teil ist würdig, aufbewahrt und präsentiert zu werden. Unabhängig, ob es neu, alt, defekt oder umfunktioniert ist oder seinen Nutzen verloren hat. Im kapitalorientierten Konsumkreislauf haben die Dinge ihren Wert eingebüßt. In Carsten Botts Archiv erlangen sie dafür einen dauerhaften Wert zurück, um ihrer selbst willen und als Geschichtsdokumente der Menschheit oder als Zeugnisse unseres Lebens. Angefangen zu sammeln habe ich vielleicht, weil ich immer gesehen habe, dass viele Dinge verloren gehen oder dass alles anders gemacht wird als früher. Also ich hatte das eher in so einer geschichtlichen Dimension gesehen, dass Brauchtum oder Handwerk wie Schmieden oder sowas einfach nicht mehr gemacht wird, weil jetzt alles industriell hergestellt wird. Und erst viel später habe ich dann daraus eben ein Kunstwerk gemacht oder habe überlegt, wie kann ich das jetzt den Leuten wieder vorführen und wie kann ich das in meinem Kunststudium, was ich dann damals begonnen hatte, integrieren. Möglichst von jedem eins soll das Archiv beherbergen, mit dem Ziel, die Dinge vor dem Vergessenwerden zu bewahren und um die Gesellschaft, in der wir leben, über die Gegenstände zu repräsentieren. Gebrauchsspuren, Beschädigungen oder Umnutzungen geben außerdem Auskunft, welche Dinge wir brauchen, was wir tatsächlich damit machen und wie wir sie uns aneignen. Obwohl es auf den ersten Blick ganz unaufgeräumt aussieht, liegt jeder Bodenauslegearbeit eine Struktur zugrunde. Die Gegenstände sind nach Kategorien oder Bereichen geordnet, die fließend ineinander übergehen und auch gesellschaftliche Zusammenhänge aufzeigen. Also mit der Überlegung, dass ich die Sammlung sozusagen als Kunst deklariere, habe ich auch angefangen, dann eben solche Systeme mir auszudenken. Vorher habe ich meinetwegen Krippenfiguren oder Werkzeug gesammelt. Aber wie ich dann eben angefangen habe, Kunst zu studieren, wusste ich, ich möchte darüber hinaus irgendwie die Gesellschaft sammeln auf eine umfassende Weise. Und da habe ich eben den Satz von jedem eins geprägt. Und mit diesem Satz von jedem eins versuche ich halt in diese ganzen einzelnen Fächer zu gehen, die unser Leben ausmachen. Und so auch jetzt spezielle Dinge zu sammeln und zu suchen, um diese Facette zu komplettieren. Carsten Bott lebt in Frankfurt am Main. Bereits während seines Kunststudiums an der dortigen Städelschule begann er sein Archiv für Gegenwartsgeschichte aufzubauen. Es befindet sich in einem Lagergebäude, das dem Künstler zugleich als Archiv, Atelier und Büro dient. Hier werden die Objekte sukzessive fotografiert, in einem PC-Programm erfasst und nach Kategorien geordnet und verschlagwortet. Also es gibt halt unheimlich viele Leute, die meinetwegen Briefmarken oder Eulen oder irgendwie sowas sammeln. Ich versuche nicht zu diesen Leuten zu gehören und versuche eben auch in so einem übergeordneten gesellschaftlichen Kontext zu sammeln. Das ist der Kunstaspekt an meiner Arbeit, dass ich das sozusagen darüber legitimiere oder sortiere, dass ich sage, ich möchte nicht jetzt eine Vollständigkeit in einem Objekt, sondern ich möchte einfach einen Querschnitt durch das, was wir in unserem alltäglichen Leben benutzen. Und da möchte ich gerne von oben bis unten alles finden, alles haben.
Mit diesem beispiellosen Sammlungsprojekt verweist Carsten Bott auch auf die historische und gesellschaftliche Dimension des Sammelns, Archivierens und Erinnerns. Seine Ausstellungen führen das eindrücklich vor Augen.